Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus hat den Himmel verlassen, um auf diese Erde zu kommen. Was für ein Tausch! Was für eine Liebe, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Und das Thema heute, Gnade, Gottes Geschenk für dich. Ja, lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gnade, Gottes Geschenk für dich. Und gerade in dieser Zeit dürfen wir darüber nachdenken, was Gottes Geschenk für dich ist. Er hat Jesus gebracht und Jesus hat uns die Gnade erwirkt. Das heißt, dass wir all die Schuld, die wir eigentlich verdient haben, nicht büßen müssen und nicht dafür bestraft werden, weil er bestraft wurde. Er kam deshalb extra auf die Erde. Und das ist Gnade. Gnade, nicht bestraft zu werden für was, wo man eigentlich verdient hat. Und Gnade ist die Sprache Gottes, mit der er zu dir spricht. Er möchte aus lauter Gnade zu dir sprechen. Er kommt nicht mit Verdammnis und all den Dingen, was der Teufel tut, was auch in anderen Religionen üblich ist. Du machst das falsch, du machst jenes falsch und so weiter. Es gibt Regeln in der Bibel, selbstverständlich, aber er kommt mit Gnade. Er sagt, geh mit mir den Weg und ich will dir vorangehen. Ich will dir es zeigen. Und inmitten deiner Schwäche kommt Gottes Gnade in dein Leben hinein. Und diese Gnade brauchen wir, weil wir sind von Grund auf schwach, auch selbst wenn wir trainieren irgendwo, wir sind von Grund auf schwach. Wir brauchen seine Gnade und in der Gnade liegt auch die Kraft. Und das ganze Spektrum, das für uns Jesus bereitgelegt hat, das wir haben dürfen, ist auch Gnade. Wir haben nicht dafür gearbeitet und haben es nicht bezahlt. Du kannst auch nicht mit Spenden bezahlen. Es ist einfach Gnade. Und ich habe einen wunderbaren Satz heute Morgen gelesen. Da stand, Gottes Gnade ist die Haut, die dein Leben umgeben möchte. Du kennst deine Haut und du kannst ohne deine Haut nicht leben. Wissen wir, wenn Menschen Verbrennungswunden haben und zu viel Haut verbrennt, können sie nicht mehr leben. Du kannst auch ohne Gnade nicht leben. Aber die Gnade soll dich umhüllen wie deine Haut. Stell dir das vor, es wird dir helfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass deine Gnade uns umgibt. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, dass du es für uns getan hast, dass wir es nicht verbessern können und auch nicht brauchen, Herr, aber dass wir es begreifen, Herr, dass wir unter deiner Gnade leben dürfen. Amen. Amen. Und ich möchte heute beten für alle Gebetsanliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Es sind einfach zu viele. Und es sind die vielfältigsten Anliegen. Man kann sich das gar nicht ausdenken. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Zerbrochene Ehen, Corona krank mit Spätfolgen, Freundschaften gehen zu Bruch wegen Corona, Kinder mit Lernschwäche, Organschwächen, Schmerzen, Knochenbeschwerden, Krebs und so weiter und so weiter. Gott weiß es. Und Jesus, ich danke dir, dass du jede Person kennst und jeder, der sich jetzt einklingt in die Gebete. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen berührst, die wir hier nicht vorlesen können. Du kennst jede Person und du weißt um alles, was jedem Einzelnen fehlt. Und ich danke dir, dass du auch Depressionen kennst und dass du auch da eingreifst, dass du Licht hineingibst in diese Personen, dass die Depressionen verschwinden. Danke, Jesus, dass du Ängsten begegnest, dass du Kindern begegnest, auch mit Lernschwäche oder mit Krankheiten, die sie haben. Danke, Jesus, mit Hautkrankheiten und Augenkrankheiten. Danke, Jesus. Du weißt um jeden Einzelnen und du kennst auch jedes Herz jetzt, das sich an dich wendet. Und ich danke dir, Jesus, dass jede Krankheit entmachtet ist am Kreuz von Golgatha. Und du bist wegen jedem Einzelnen ans Kreuz gegangen. Und wir danken dir und wir
vertrauen auf dich, dass du jede Person berührst und dass jeder Tumor weichen muss, dass jede Krebszelle weichen muss. Danke, Jesus, dass du jedes Organ wieder in Ordnung bringst. Danke, Jesus, auch Menschen, die im Krankenhaus liegen, dass du sie jetzt berührst. Danke, Jesus, du bist ein Gott, der Wunder tut. Du bist ein großer Gott und wir erfahren das immer wieder. Und ich danke dir, dass du diese Menschen berührst und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ja, per E-Mail schreibt uns eine Frau: Guten Tag, ihr Lieben. Ich bitte sehr um eure Gebete. Durch mein Lungenkarzinom mit Metastasen und schlimmen COPD bin ich sehr geschwächt und bekomme kaum Luft. Bitte betet für mich, damit meine Lebensqualität wieder besser wird und um Heilung. Danke von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du auch diese Frau kennst mit diesem Lungenkrebs und den Metastasen und dass auch diese am Kreuz, dass du auch diese am Kreuz getragen hast. Danke, Jesus. Danke, dass jede Zelle wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung kommt, dass jede Zelle, die nicht hingehört, verschwindet und dass du deinen Heilungsstrom jetzt gerade durch diesen Leib fließen lässt. Danke, Jesus, dass diese Frau wieder zu Kräften kommt, dass sie zur Stärke kommt und dass auch dein Friede in ihrem Herzen wohnt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet für ihre Freundin. Meine Freundin hat einen gebrochenen Wirbel. Sie hat große Schmerzen und kann nicht operiert werden. Bitte betet mit, dass Gott sie von den Schmerzen befreit. Herzlichen Gruß und Gottes Segen. Ja, Herr, danke, dass du wirklich der Herr bist mit dieser Frau und auch Herr mit diesem Wirbelbruch. Ich danke dir dafür, Herr, dass dieser Wirbel wieder zusammen heilt, Herr, in den ganz normalen Schöpfungszustand, als wäre nichts gewesen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass die ganzen Nerven, die drumherum sind, auch das ganze Gewebe, Herr, alles wieder heil wird, dass jegliche Entzündung verschwindet. Und Herr, ich danke dir dafür, dass die Schmerzen verschwinden und dass alles wieder richtig, richtig gut wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau hat Probleme mit ihren Augen und bittet um Gebet. Meine Augen werden leider immer schlechter, habe seit 10 Jahren schwarze Punkte vor den Augen, einen Schleier vor den Augen und Sehunschärfe. Ich bete täglich für meine Augen und Gesundheit. Ja, das ist wunderbar, wenn man selber auch betet, nicht nur andere beten lässt. Das ist wirklich gut und jetzt wollen wir auch noch fürbitten, für diese Sache beten. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass du wunderbar, Herr, diese Augen kennst. Und Herr, du bist der Heiler und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass alles, was der Schleier, die Punkte und alles, was da stört, Herr, dass es weicht und Herr, dass es nicht nur weggeht, sondern auch der Grund dafür, Herr, beseitigt wird. Ich danke dir dafür. Wir bitten dich um Heilung und Befreiung von dieser Not, Herr, von dieser Krankheit, von ja, dass die Augen einfach gesund werden. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen schreiben uns ihre Erlebnisse mit Gott. Und aus der Schweiz kommt dieses Zeugnis, als wir in Zofingen waren. Danke für die Gebete in Zofingen. Meine Enkelin hatte starke Schmerzen im Sprungnerv am rechten Fuß. Das hat Jesus geheilt. Sie muss nicht mehr operiert werden. Danke, Jesus. Zofingen war für mich eine neue Salbung und eine große Freude. Und das freut uns natürlich auch sehr. Eine Frau schreibt uns auf WhatsApp folgende Gebetserhörung. Hallo liebe Isolde, lieber Daniel, ich habe vor einigen Wochen ein Gebetsanliegen bezüglich einer dringend gesuchten Wohnung an euch gesendet. Heute kann ich berichten, dass ich eine wunderschöne Wohnung nächste Woche beziehen darf. Gott hat die vielen Gebete erhört. Dafür möchte ich ihm und euch herzlich danken. Liebe Grüße. Richtig gut geworden, schreibt eine Frau. Vor ein paar Monaten bat ich um Gebet für meinen Rücken. Er ist richtig gut geworden, habe keine Schmerzen mehr. Danke.
Ganz kurz und bündig. Wunderbar. Und Gottes Eingreifen in der letzten Gebetsnacht. Ich hatte euch um Gebet wegen meiner Schlafstörungen gebeten. Als Daniel gestern in der Gebetsnacht für alle Frauen in den Wechseljahren gebetet hat, bin ich sofort aufgesprungen und habe zum Herrn gerufen: Ich nehme die Heilung an. In der Nacht habe ich geschlafen wie ein Baby. Das war seit langer Zeit nicht mehr so. Ich danke dem Herrn Jesus und Daniel und euch allen. Wie wunderbar ist doch Gott und wie vielfältig. Es ist für uns immer ein Vorrecht, dass wir sehen, dass Gott Gebete hört. Dass Wunder geschehen und manchmal kleine, manchmal Situationen verändert werden, aber Gott erhört Gebet. Und danke, 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 dass ihr uns das schreibt. Und wenn du es noch nicht geschrieben hast, schreibe uns doch und lass es uns wissen. Wir würden es gerne vorlesen. Ja, begegne Gott wirklich in der Haltung, Gnade zu empfangen. Und stell dir wirklich vor, dass Gnade ist wie deine Haut, die dein Körper umgibt. Gnade umgibt dich auch. Gottes Gnade umgibt dich. Und in dieser Gnade ist wirklich alles drin. Da ist Vergebung, da ist Liebe drin, weil Gott liebt dich. Und ganz besonders in dieser Zeit dürfen wir uns daran erinnern. Und schick uns weiter dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe im Gebet brauchst. Wir tun es gerne. Ja, bald ist Sonntag. Sonntag habe ich eine Predigt mit der Überschrift Der Stern, der in den Stall leitet. Es ist eine spannende Sache. Ich habe mich heute schon damit beschäftigt. Der Stern hat nicht irgendwo in einen Tempel oder in ein Hotel geleitet, sondern wirklich in den Stall. Und das hat was auf sich. Ich möchte dich richtig neugierig machen. Schau am Sonntag rein bei uns, 10 Uhr in YouTube oder im Livestream. Alles Gute und Gottes Segen wünschen wir dir. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.